Niemand sagt, dass wir mit dem Auto daherkommen. Ja, eben, Liechtenstein, ne? Ja, nein, wir kommen von der Westschweiz irgendwo. Nix ist! Sind wir jetzt mit dem Auto daherkommen? Ja, das hat mit dem Wetter zu tun. Oder mit dem Mostpreis? Mostpreis, Wetter, die ganze Sache ist nicht so einfach, oder? Und da? Können wir auch mal selber umschlossen? Alles selber. Alles selber, ne? Das heisst, so. Es sollte jetzt auch gehen, denn? Ja, hoffen wir. Ja. Wir sind jetzt zuversichtlich mit dem Auto gekommen. Ja. Der Kollege lacht. Er lacht, ja. Wann ist eingelöst? Auf 13 Jahre, das letzte Mal. Und das Jahr wieder. Frischer Wemmer. Und dann bist du zuversichtlich? Ja, sehr, Vollgas. Schau, wie weit das wir gehen. Geht dann noch ein bisschen aufwärts? Immer. Was mal ist das für eins? Ja, Buchmax ES. Aha, das ist noch... Nein, geschaltet ist es nicht, gell? Nein, ist nicht geschaltet. Aber ich bin schon das letzte Mal vor 6 Jahren gefahren. Also von ihm her. Aber vor 13 Jahren bist du vielleicht noch ein bisschen leichter gewesen. Vielleicht, ja. Sehr kann er trügen? Ja. Moment, musst du jetzt nicht filmen. Wo mal, der Härtetest, jetzt? Jetzt. Was ist da, Benzinhähnchen? Nein, ja. Das ist der Jock, ja. Ja, das ist halt auch schon ältere Diva. Hoi. Eben, aber, gell? Aber tönt gut, gell? Ja. Komm, die Konkurrenz fährt vorbei. Komm jetzt aber voll, du. Super. Da kann höchstens so passieren, dass der Kollege nicht nachmacht, gell? Ja, jetzt könnte er vielleicht da kommen, ja. Das ist jetzt mit Konkurrenz fest. Ja, du musst immer auf dem Laufenden bleiben, oder? Ja, genau. Wenn mal eine schöne vorbeilauf. Aber du, jetzt bei euch im Land, bei diesen Kolonnen, wäre doch das auch gut, dass ihr Töffel manchmal links und rechts überholen könnt? Ja, das wäre schon gut, ja. Wir haben leider noch zwei Tage Tankstellen, musst du selber mischen, das ist ein bisschen bitter, ja. Aha, okay. Sonst ist es nicht schlecht, ja. Aber es läuft, jetzt sollte man schauen, ob das läuft. So nachdenklich? Ich warte auf die Kollegin. Ah, ich meinte auf einen Mechaniker. Nein. Und was hast du da hinten drin noch? Ja, noch ein Regenschutz. Ja, aber das ist ein Fessel dort, das ist der Tee. Nein, das ist Benzin. Du, also junge Girls, was macht ihr da zum da mitmachen? Ja, ich war schon auf der Ascona-Tour. Und das ist halt cool, mit so verschiedenen Töffeln mitzufahren. Und bis jetzt immer gelaufen? Ja, immer gelaufen. Bis jetzt Tessin. Unglaublich, ja. Dass das Zeug läuft. Genau. Fährst du es im Privaten auch umeinander? Ja, genau. Und zum Arbeiten jeden Tag. Echt? Und im Winter sind sie gut, gell? Nein, im Winter ist nicht so vorteilhaft. Das ist schon so. Und jetzt, wenn die Kollegin nicht kommt, was machst du denn? Sie kommt. Sie ist auf dem Weg. In dem Fall gut Fahrt, hä? Ja, danke. Kein Töffli dabei? Nein. 50 Jahre den Gestank aushalten? Ja, kein Problem. Dann machen wir noch weitere 50 Jahre. Bist du sicher, dass du kein Problem hast? Nein. Hast du gestartet? Ja, lauf wie ein Smörli, wie ein Pussy. Pussywetter, besser als ein Pussy. Und hinten einen Ersatzmost, hä? Ja. Da braucht es. Mit Most. Nein, ich habe nur gesagt, wir müssen Most mitnehmen, weißt du? Aber ich weiss nicht, ob wir Vergleich brauchen oder nicht. Bist du der Treuer Mechaniker? Nein, ich bin der Bresi von der 2-Takt-Division. Woher kommt ihr? Woher, dass wir kommen? Ja. Wir kommen von dem Dahlkessel Schweiz und vom Dahlkessel Uri. Hoi. Also sind ihr euch gewöhnt, auch Bergstrecken zu fahren? He? Ja, auf jeden Fall. Ja, unseren tut nur Bergluft gut, eigentlich. Eben, gell? Ja, sicher. Hey, der ist ja fast älter als du. Ja, das ist ja so, ja. Gell? Ja. Ich bin zwar auch ein 83er, aber er ist ein bisschen älter, ja. Bist du immer selber am Umschrauben? Nein, ich bin Plattenleger. Ich habe da nichts mit Motoren zu tun. Aber auch einen guten Mech, wo man immer gute Service macht. Und ja, und dann gespritzt, weißt du? Ist auch noch speziell gespritzt. Ja, das habe ich selber gemacht. Das ist schon gegangen. Das hast du selber gemacht? Ja. Aber der Rest zusammengebaut hat schon ein Kollege gemacht. Als 83er, jetzt fährst du immer einen Töffli. Ja, es hat mich halt auch mal verwünscht, der Virus. Gell? Und jetzt ist er halt da und jetzt fährt man halt Töffli, gell? Und genießt das. Es ist halt schon ein bisschen Freiheit, gell? Fahrtwind und Blöden rum.
ist das halt schon herrlich. Und was andere als Gestank gesehen, das ist irgendwie wirklich der Geruch, der, ja, etwas, Freiheit. Wo man einfach braucht. Freiheit pur, ja, Zweitakter, einfach das Geschmäckchen, die Leute sind einfach herrlich, es macht einfach Freude, jawohl. Es wird nur das Wetter gut sein. Dir passiert. Ja, das frage ich mich auch. Gell? Ja, siehst du. Fährst du auch mit? Ja, fahren auch mit. Es hat gefragt, was ist mit dir passiert? Was hat das? Ja, meinst du, so kollegial oder so? Was ist das gewesen? Es geht. Es geht, ja. Jetzt, hey, du bist eine Brettigauerin? Nein. Geht? Nein, er ist ein Fickeri. Aha. Ja. Und, läuft es da? Ja, es läuft. Aber machst du selber, schraubst selber ein bisschen um? Da, nein, fahren noch. Nein, schrauben tue ich gar nicht. Aber hast du das Gefühl, kommst du rauf dort? Ja, ich hoffe es. Und wenn nicht, dann hast du noch Mech dabei. Ja, dann haben wir hier Mech und einen Busch. Ah, ihr habt eine ganze Gruppe dabei, gell? Genau. Super. Ja. Wetter ist dir gleich. Das Wetter ist dir gleich. Ja, das Regenkombi, das kann nichts passieren. Ja, du, den letzten beißenden Hund. Gell, noch an. Er lockt mich noch an. Hast du den Hund da zum Zeichen, wenn es nicht geht? Ja, das ist unser Schlepptau. Aha. Und eben Pfeife zeigt, die Ruhe hast du mitgebracht. Ja, gell? Ja, wir nehmen das gemütlich. Aber ein Schräubel ist etwas umeinander. Was ist das? Ja, wir schräubeln schon ein bisschen umeinander. Wir sind nicht die langsamsten. Fahrst du selber auch? Nein, ich bin der Mechaniker. Hey, bist gut, he? Okay. Also braucht es ja auch. Meinst du, hast du viel zu tun? Nein, bis jetzt habe ich ein kleines Schwein an den Touren. Die sind immer gut gelaufen. Kannst du jetzt etwas machen, wenn es das mal verreckt? Weißt du, so? Ja, kann man schon, ja. Kann man schon. Dann hast du einen Servicewagen dabei? Ich bin eigentlich immer mit dem Bus dabei, aber heute habe ich eigentlich kein Werkzeug mit. Ich bin eigentlich auf gutem Gefühl. Du bist der, der ein bisschen putzt. Da steht dort drauf Central Reinigung. Also. Nein, das bin ich nicht. Ah, nicht? Ich habe nur den Bus von der Tochter gekriegt. Die hat die Reinigung. Was bist du so? Der Mast? Ja. Aha, okay. Ein bisschen mitnehmen. Man weiß ja nie. Wie lange langt es denn so, eine Tanki? Oh, bei dem eigentlich weiter hier. Aber dann, als wir auf Locarno waren, haben wir den hier gar nicht müssen tanken. Also 200 km locker, oder? Nein, etwa 160. 160, ja. Aber meine hat auch einen kleinen Tank hier. Was hat er? Einen kleinen Tank. Ah, der Grün hier? Ja. Ah ja, stimmt. Ja. Und an einem unbequemen Sattel, oder drückt er? Nein, das drückt. Zückt. Das drückt. Das ist schon bequem. Wieder mal da über. Ja. Komm, hol das Alteisen raus. Komm, bitte lässt mir seine Pflanze. Wie viele Hände da hinten? Ja? Wie viele so Töffel haben da hinten? Drei. Nur drei. Und wenn ihr es so anpackt, dann zum Aussenehmen. Fast ein bisschen klein ist, gell? Also muss man es so ein bisschen fein anpacken. Ja, mit Präzision. Präzisionsarbeit. Eben, gell? Sind sie zerbrechlich, die? Ja. Ja. Also die Töffel gehen über Sitzen sind heikel. Fehlt etwas? Du hast ein bisschen kurzer Ständer da. Hey. Das hat deine Frau letztens auch gesagt. Ja, jetzt lacht er noch. Meinst du? Ja. Lacht er die ganze Zeit? Ah, heute kommt das Wetter weg. Ja. Du hast auch noch 20 Kilo. Lauf nicht mehr. Musst du laufen? Ja, ich laufe nicht mehr. Tut's nicht mehr? Nur ein Willix. Was ist los? Ich muss ein Maxi haben. Ah, weg ist er schnell, ha? Nein, alles gut, lauf du. Hey, du, Style ist modern, ha? Da läuft natürlich, gell? Marquez 93. Ja, das ist ziemlich ein neues, gell? Das ist ziemlich ein neues, ha? Was? Ja, das Töffli da. Ja, fast, ja. Genau. Gell? Sieht fast so aus. Jetzt suchen wir gleich den Rötel schon. Wo kommst du denn du? Uli! Ja, drum! Ja! Du bist hergefahren? Ja, klar. Hat er die Ferienfrauen dabei? Hat ein paar, aber nicht ganz viel, he? Ja, aber die sind dafür gut. Tipptopp. Top. 3 E. Danke. Sind wir auch gestern schon gekommen? Nein, heute Morgen. Heute Morgen. Hey, da verpflichtet denn 2x6. Das kommt gut, gell? Kommt gut. Ja, die sind lachen. Ja. Meinst du, bleibst du stecken? Nein. Komm jetzt. Oh, ja. Und du bist. Du hast den Kerzenschlüssel mitgenommen, bleibt nichts stecken. Eben, gell? 2E.
Marcello, du, grüß dich. Wie geht's? Du, danke vielmals. Was heisst du noch für Koto 3E, du? Ja, das ist ob ein Tag Erwachsene oder zwei Tage Erwachsene. Ah, Rumpelstilz kommt rauf, Schneewittchen, der Tirol pfeift heute Nacht. Ja. Ja. 1E? Morgen. 1E? Gut, alles gut. Sehr schön, sind ihr da. Danke. Cool. Ciao, viel Spass und passet auf. Stefan? Ja, ja. Zum fünften Mal, hä? Ja, Cervola Töffli-Tour. Wo du warst, mein Presenting-Partner. Und ich habe eine riesen Freude. Ein bisschen regnet es noch, das erste Mal überhaupt. Sonst war es immer schön Wetter gewesen, aber der Petrus meint es, glaube ich, gut. Die Wetteraussichten sehen nicht schlecht aus für heute. Wir gehen nachher ins Taminental, nachdem die 555 Töffli-Meitl und Töffli-Buben gestartet sind, mit Polizeieskorte durch Bad Ragaz, Taminental. Jeder kommt eine Servola über und etwas trinken. Dann geht es weiter über die Bündner Herrschaft und nachher zurück in Giessenpark, wo heute eine AC/DC Frauenband wird spielen am Abend. Das wird ganz cool. Am Morgen noch Weisswurstfrühstück. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, wegen meinem Servola-Lied natürlich. Ein rechter Schweizer Mann, der braucht ein Servola. Das ist mein bekanntes Lied. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, ich bin selber ein Töffli-Bub. Jetzt mache ich meine eigene Töffli-Tour in der Ferienregion Heideland. Zu möglichst vielen Leuten aus der ganzen Schweiz, Deutschland, Österreich, Holland, die hier mitfahren, zeigen, was wir für eine schöne Region haben. Und das ist es. Und es ist ein riesen Knüller. Es ist ausverkauft bei 555 Schnapszahl zum 5. Jubiläum. Ich freue mich riesig. Und noch ein bisschen Regen, weißt du, eine Temperatur ein bisschen tief, können nichts schaden. Läuft die Öffnung besser, oder? Ja, es ist überhaupt kein Problem. Es wäre ja ein Zeichen mit 35 Grad. Ich glaube, es ist gut. Es gibt jetzt vielleicht noch einen kleinen Sprutz und nachher hocken wir ein bisschen in ein Restaurant auf dem Weg oder so, dann ist das gut. Und nachher wärmen wir uns dort auf und heute Abend kommen wir warm über mit der Rockmusik. Da bin ich überzeugt. Danke, willkommen, Walter. Viel Spass. Voll im Stress, gell? Ja, langsam habe ich es aber im Griff geübt. Fährst du noch einen mit? Jetzt habe ich schon 100, ja sicher. 100 sind schon durch. Jetzt habe ich es langsam. Das ist ein 2E. Das ist der erste Esel. Du, was hättest du da verschiedene Sachen drin? 1E, 2E? Also dreimal 1E. Ja, morgen haben wir eben noch Weisswurst und Bier. Aha. Und die 2E haben natürlich den Gutschein verpasst. Yeah. Und noch Duschmittel drin für übernachten? Oder? Leider nicht, wäre mal noch eine Idee. Du, jetzt bringst du mich noch ganz draus hier. Das ist Ziel. Morgen. Willkommen. Danke vielmals. Danke. 1K. Ho, hey, 1K! Wow, du! Pink und eben kein Schnaps über. Guten Morgen, Stefan, Miri, hoi, viel Vergnügen. Was haben die anderen Schnaps drin? Ja, ein Bündner Röteli, die Erwachsenen und Kinder eben kommen ein bisschen Gummibärli über und Zuckerli und so Zugus und so weiter. Ja, bist du das erste Mal dabei? Viel Spass und passest auf beim Renken, gell? Super, cool. Danke. Oder auch nicht. Und für ihn da auch. Danke, schön, sehr cool. Ja, sicher. Alle Jahre wieder. Willkommen. Machen wir das so. Du hast eine Sache übergekommen, jetzt gibt es das Töchterli noch ein Bändel. Und du, willst du ihn röteln? Nein. Nicht, okay, du gibst ihm K. Ich gebe ihn weiter. Adriana gibt dir das für heute Abend, weißt du? Ich weiß, es tut mir leid. Ja, einmal 0. Oh, hey. 0. 69. Den haben wir nicht abgemacht. Wer ist denn das hergebracht? Hey. Los, Eva. Du kriegst mich nie. Vitamin B. Bitzeli. Also. Aber er hat jetzt 0. Er hat jetzt 0. Schau mal, 69 und 69. Meine Arme ist 69, der Zöffel ist aber auch 69. Der Zöffel ist auch 69. Ja. Ja, gut, passt, gell? Gut, Deal. Ja. Also warum jetzt 0? Warum 0? Ja, das hat jetzt sie erfunden, keine Ahnung. Aha, super. 1E. Morgen. Hoi, wie geht's? Oh, tipptopp. Willkommen, hoi. Das Billett. Da gibt es sicher F für eine Fuchsanze. Willkommen, hoi. Sehr gut.
Ja, jetzt kommen sie so langsam. Ah. Du kannst schnell auf die Seite fahren und suchen, oder? Weil dann kann ich weitermachen. Also, ah, du bist ja gesehen. Eigentlich gut vorbereitet. Der 1E. 1E. Jetzt hast du die erste Hürde schon überwunden. He? Und nochmal 1E. Gut. Oh, Jasmin. Und am liebsten gleich ein bisschen weit vorne fahren. Bändeli, hola, hoi, Jasmin. Hoi, willkommen. Das erste Mal. Letztes Jahr bist du auch schon mitgefahren. Oh, guten Morgen. Schön. 2E. Mit dem Zückerli. Ach, in der Säckli. Ohne Schnaps. Gut. Ist okay. Du bist verantwortlich. Ist das dein Sohn dort? 1E. Ja, das ist mein Sohn, ja. Wo 1E mit Rötel bekommen hat. Nein, auch nicht. Wir bringen es der Mama. 1E. Jetzt wird es hart. 1E. Ja. Machst du weiter? Hm? Machst du weiter oder gehst du auf? Nein, nein, sicher nicht. Nein. 1E. Okay. 1E. Danke. Du, was hast du denn da? Die Kupplung ausgehängt. Und jetzt? Ja, müssen wir noch ein bisschen flicken. Meinst du, kriegst du ein? Ja, ja. Das geht schon. Ja. Aber es kommt besser zu mir. Morgen kommt schon gut. Ja, ja. Das ist kein Grund, um nicht mitzufahren. Ja, gell? Hoi. Morgen. Hoi, willkommen. Hoi! Hoi! Nachbar! Du bist da! Schön! Ja, ja, gut! Ich muss noch zuerst einchecken, gell? Das nehmen wir ja nicht. Nein, es ist extra aufgestanden. Ja, das wäre furchtbar. Jedes Jahr wieder, hä? 1E! Aber heute habe ich das Wetter abgestellt, aber es ist nicht gekommen. Nee. Noch nicht. Aber wenn das Töffel läuft, ist alles gut. Ja, oder? Hoffentlich. Ja, danke. Hey, hoi. Willkommen. Ah, schön. 2E. Du bist Regenwetter, bist du sicher ausgerüstet. 2E, ja. 2K. Sehr gut. Du, Schäfer, es schmeckt das. Stinkt es das oder nein, schmeckt es das? Das schmeckt. Das ist zwei Takt Geschmack. Das ist etwas Wunderbares. Und einmal im Jahr dürfen wir sündigen. Und wie gesagt, in den Medien publiziert, wir dürfen das alles Klima kompensieren. Und wenn du die Freude siehst, die Töffli, Mädchen und Buben haben und auch Familien von den 14-Jährigen, die neue Prüfung gemacht haben, heu miteinander, sind gerade so junge, bis zum über 80-Jährigen, die mitfahren, muss ich sagen, ist ein wunderbarer Familienanlass, wo man auch mal ein bisschen Rauch rauslassen darf. Also päpstlich wie der Papst dürfen wir hier nicht sein. Und wir setzen uns das ganze Jahr für die Umwelt ein und tun selbstverständlich den Event mit verschiedenen Klimaschutzprojekten unterstützen. Und habe selber auch eine Photovoltaikanlage daheim. Und ich habe ausrechnen lassen, in 3 Monaten vom Jahr habe ich das ganze CO2 da kompensiert, das wir heute hier brauchen. Also, nicht, dass es da komische Stimmen gibt. Das ist mir sehr wichtig. Und der Anlass ist ja darum, dass man gute Projekte in der Region unterstützt mit dem Gewinn von der Tombola. Und das ist mir sehr wichtig. 3 Jahre Kinderkrebshilfe Geld bekommen. Letztes Jahr ein gutes Projekt im Taminental. Und dieses Jahr lasse ich mir auch etwas Schönes einfallen, wo das Geld, das wir an der Tombola verdienen, wo ich ein Töffli von mir sponsere, ein altes, über 50-jähriges Buchwelt, wo wir das Geld dann verwenden. Also, ich glaube, wir machen das Möglichste. Und wenn du siehst, wie die Leute Freude haben, auch wenn sie schiffen, ist das eine ganz gute Geschichte. Danke vielmals, schön. Vom Kanton Solothurn. Ja. Wir kommen auch von Solothurn. 1E. Sind ihr hergefahren von Solothurn? Nein. 1K. 1A, hast du K. Ein K. Was K? Kind. Wer? Unter dem Helm, Chef. Du! Steckt. Nein. Dankeschön. Energy Drink. Willkommen. Ja, hoi. Morgen. Schön, sind wir bei Ihnen. Willkommen. 1E. Wie alt bist du? 15. Ja, 1E ohne Schnaps. Ah, da gibt es auch noch. Ja, müssen wir rausnehmen. Unter 16? Unter 16. Über 16 kannst du googeln, was willst du? Nein, ich würde sagen 18. Aha.
Sonst bin ich ja die von Jenins, gell? Ja, ich weiss. Weißt du? Ja, ich weiss schon. Halt, aber heute kennt man dich nicht. Heute muss ich leuchten, weißt du? Hast du da XXL ausprobiert? Ja, weißt, ich bin da nicht so medienmäßig, nicht so aktiv. Schau mal das an. Aber das Dörfchen ist immer gelaufen, gell? Nein. Eine Barbahn habe ich gehabt. Ist gut alles. Dankeschön vielmals. Super. Heiter Fahrer. Du bist schon längere Hübscher mit dem Schnauzen. Ja, Wahnsinn. Hast du das speziell gestylt? Oder? Ja, gefärbt ein bisschen grau. So leicht. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja, ist gut gemacht. Und du bist so, wie alt bist du? Du bist 18 gewesen. 18 bin ich gewesen. Hoi, 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 hoi. Mal eine Frau, mal eine Frau. Und das letzte Mal stecken geblieben, gell? Ja. Und jetzt der Mal? Ja, der Mal nicht. Jetzt ist doch der Herkules, du oder das Töffli? Also, ja, beide. Eins hat das Fenster, aber ich habe ein Kind. Suchst du den Rötali? Randstein, hä? Randstein, ja, richtig. Und dann genau. Nachher, du musst schauen, dass du nicht herfährst auf den Randstein. Ja, ja, wenn du recht rauskommst, dann bist du genau dort rein. Also die Rötel erst am Schluss drin. Ja, ja, genau. Heute Abend dann. Aha, okay. Machen wir. Woher könnt ihr? Von Sitterdorf. Thurgau. Aber verladen, gell? Auto. Ja, so. Ja. Natürlich. Ja, hat einen Teil, der gefahren ist. Heute auch? Ja, ja, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Ja, aber das ist ja weit. Das ist ja 100 Kilometer. Ja, ja, der macht nichts. Wir haben Zeit. Das sind deine Eltern, hä? Ja. Könntest du her fragen, hast du es im Griff und so? Was also, machen was hast du gesagt? Eltern? Hä? Mithelfen auch. Kontrollieren? Ja, genau. Aber du kannst es auch ohne, gell? Ja. Was meinst du? Wie lange brennt sie dort? Ja, 5 Minuten. 3x2 E, 1, 2, 3. Du meinst jetzt, deine Zigarille oder das Töffli läuft 5 Minuten? Der Töffli läuft den ganzen Tag. Hoffentlich. Hoffentlich. 18 heisst, kriegst du Rötchen über. Trinkst du ihn auch? Ja, sicher. 1 E. Das ist deine Kollegin, die du vorher gesucht hast, gell? Ja. Hast du ihn gefunden? Ja. Hey, hast du gehört? Ohne Schnaps. Ohne Schnaps. Den ganzen Tag versichert. Ja, pure Seuch nochmal. Hallo, mach, geh auch ohne Schnaps. 1 E, ohne Schnaps. Hallo. Ja, wenn man Kinderbeil in Lös gibt, kein Schnaps. 3 mal 1 E, wie alt? 16. 3 mal 1 E ohne Schnaps. Nein. Was hast du da hinten? 2 K. Ah, der perfekte 2. Ah, das ist gut. Keine Rötel drin da. Nein. 2 E mit 2 Schnaps. Ein extra Schnaps. Warum das? Damit ich ihnen nachher mit ihm trinken kann. Ihr seid ja recht stylisch unterwegs. He? Ja, wenn wir schon mal ins Casino gehen. Aha. 1 E. Was mit dem Töffel ins Casino, oder was? Mal schauen, vielleicht einen Abstecher. Danke. Meinst du, der Lenker ist zugelassen hier? Ich denke schon, wohl. Meinst du nicht? Ja, bin skeptisch. Hoi. Dankeschön. 27. Ja gut, dann kriegt er ein 2E. In dem Fall du, dann bremst du den Recht hier, hat den Regenschutz. Ja, ja. Muss, muss. Du hast sehr wohl gerade mit, hä? Hoi, gut. Schöner, cool, hure geil. Ah, das ist noch vom 20 her. Und 21. Und 22. Ja, ja, und 21. 2 mal 2E. Das ist auch mit viel Schnaps, oder? Ja, wie alt? Wie alt? 36. Diana, solange es so ist, ist okay, ist alles in Ordnung. 1 E. Du bist gut betreut, hä? Ja, ja. Logistisch. Ja, ja, genau. Da müssen wir schon Fotos machen. Geht einfach nichts, gell? Ohne eine Betreuung. Nein. Ich habe schon gemerkt, das Handy hat er gegeben und dann alles Mögliche noch. Also persönliche Betreuung, gell? Geht über alles. Und wenn sie noch so charmant ist, doppelt. Ja, das ist unglaublich. Und wenn er eine Panne hat, dann gehst du auch noch. Ja, genau. Gell? Ich bin auf Abruf heute. Hoi. Bist du Pfosten, bin ich. Und du machst einen fahrenden Bericht? Selbstverständlich.
Schaust du zum Satellit? Jetzt sollte man eine Drohne haben. Ist so eindrücklich mit diesen vielen Leuten. Ist super cool. Um die 300. Ah, oh, bist mehr als die Hälfte, gell? Ja, gerade mehr. Hast du Rötel drin? Nein, das ist ein normaler Kaffee. Ganz solid am Morgen. Eben damit du den Randsteifer wünschst, gell? Ja. Du lachst. Ja sicher, ich habe es mal wortwörtlich genommen. Und dann? Ich bin ja die Schnorrigkeit. Nein, alles gut. Heute ohne Unfall. Es läuft, gell? Es läuft gut. Da muss Petrus noch bis mitschaffen. Ja, die Sonnenbrille hast du dabei, gell? Die Sonnenbrille ist dabei, logisch. Wir sind optimistisch. Schön, da musst du filmen. Da musst du filmen. Da. Was ist da? Dörfli auf dem ganzen Land. Das einzige Wahre. Wieso nicht keine Nummer? Warum? Da muss ich mich ehren. Weil es eine Gruppe ist, die wie eine Familie ist. Es sind Kollegen untereinander. Es ist wirklich... Und wenn einer stehen bleibt, bleiben alle hocken. Sozusagen, ja. Aber bei uns bleibt keiner stehen. Bist du selbst sicher? Da wird geholfen, das ist schon so, ja. Wer ist denn bei euch der Mech? Jeder. Jeder. Keiner von uns kann nicht schrauben, nicht einer. Und wenn einer stehen bleibt, dann helfen dem alle. Natürlich. Aber da musst du auch sein. Wenn du mit diesen Töpfchen fährst, musst du selber rumgrübeln und klüttern. Sonst tut das nicht recht. Das kostet es. Bist du Helmträgerin oder fährst du mit? Ich fahre mit. Gell? Ja. Das Alter kennt doch keine Grenzen, gell? Also, was meinst du, die Ältesten sind sicher etwa 100? Nein, meinst du? Da bin ich ja nicht einmal die Älteste. Ich habe gemeint, ich sei mit... Ich sage es jetzt nicht, wie alt, aber eine von der Ältesten bin ich schon, ja. Aber was muss ich sagen, sehr stylisch auf Weg, gell? Darum bin ich daher gekommen. Aha. Ja. Meinst du meine Frisur natürlich? Nein. Alles miteinander, wirklich. Aha, toll. Ja, danke vielmals. Ja, wir freuen uns. Wir haben ein bisschen viel müssen anlegen, weißt du? Aber ja. Ja, es ist wirklich so. Also, ja. Du gibst etwas aufs Outfit, gell? Ja, aufs Outfit. Läuft gut, ja, tipptopp. Und meinst du, schaffen wir den Stutz richtig fett? Ja, wir schaffen es ganz sicher. Und wenn einer stehen bleibt, dann machen wir dann? Warten, bis er wieder kommt. Klassisch musst du aufpassen, gell? Ja, das machen wir immer, mit sehr grosser Vorsicht. Und unser Ziel ist, dass wir einfach alle miteinander in der Gruppe ganz das Ziel haben. Und das ist uns wichtig. Unfallfreie Fahrt wünschen wir natürlich allen. Und dass das Wetter noch ein besser mitmacht, das geht im Moment. Ja. Hoi, was geht da ab? Ja, Dings, noch Bierli wechseln. Aha. Vergessen gehabt. Ist das wichtig? Ja. Bremslicht, oder was? Ja, ist ganz schwarz. Nein, ist einfach das Standlicht hier. Das sehen wir im Tunnel nicht. Das ist ganz schwarz, ist schon verbrennt. Und? Die letzten Handgriffe noch, hä? Die letzten noch, ja. Und viel Hoffnung. Auf jeden Fall, funktioniert schon. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Du, ist drauf gefallen. Schmeckt nach Töffli, hä? Super schmeckt. Und manchmal ein bisschen nach Rötel schon. Wer es gerne hat. Und jetzt noch Gipfel. Ja. 1C. 1C. Jetzt bist du 1C. Weißt du, was das heisst? Nein. 1C heisst, es ist Rötel drin. Aha. In K ist kein Rötel drin. Und 1 ist ein Tag. Ah. Jetzt. Alles klar. Gut. Hast du nicht auch mal einen Anhänger dabei gehabt? Nein. Kein Anhänger. Das ist der Kollege. Nein. Er das war ein Kudi, der mit dem Servola. Ja, wo ist der Sepp? Der kommt nicht, es ist ihm zu gefährlich. Aha, weil das letzte Mal dort bei der Brücke stecken geblieben ist. Genau. Gell? Nein, er hat Angst wegen dem Abwärtsfahren, weil es nass ist. Aha, aber du kommst, ja? Ich komme, wie immer. Mit dem Pony. Damals mit dem Pony. Ach so, okay. Immer noch etwas anderes, gell? Ja, sicher, ja. Jedes Mal etwas anderes. Und zwischen dir immer noch ein bisschen basteln, damit es auch geht. Ja, sicher, ja. Fasnächtler halt. Und, meinst du? Alles gefährlich. Top. Nein, ich denke nicht. Bitte aufpassen, gell, geht's. Kommst du ohne Töffel? Machst du es zu Fuss? Nein. Wie das Töffel steht dort. Ist das erlaubt hier mit Händen Töffel fahren? Ja. Oh, ja, ich mach's.
Oh! Oh, jetzt, hä? Ist ja das erste Problem! Ja, sag nicht, ja. Wir gehören zu, dass du nichts zeigst, oder? Ihr überlegt nichts dem Zufall, hä? Nein, nein. Nein, nein. Hast du schon genug zu tun? Danke. Nein, noch nicht. Das ist jetzt falsch, ja. Du musst noch schreiben hier. Was hast du denn da? Schau mal. Hey, der Fahne. Meinst du, das kriegst du noch her? Ich glaube schon, bringen wir her. Weißt du, haben wir ein bisschen Ding? Nimmst du den Fall fast und du einfach voraus? Ja, das ist super. Also, Billet sind da, aber die Töffel laufen nicht alle. Ja, mies schon. Nein! Oh, lauf. Hast du gehört, sie sagt mies schon. Ja, sagt sie immer. Die Frau sagt immer, mies läuft schon. Was für Verbandsmaterial? Eine kleine Panne. Was ist ein bisschen Glatteis gewesen da vorne. Oh! Er hat einen kleinen Unfall gemacht. Oh, 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 oh. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm. Es läuft nicht. Das Töffel läuft. Entschuldigung. Töffel ist gut. Ja. Ja, ein bisschen. Aber oh, das, ist nicht so, oh, 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 oh. Das ist nicht so tragisch. Ja, ja. Ja, gell? Töffelbuben sind harte Buben, gell? Ja, meistens schon, ja. Weiterfahren hier? Nein, mit dem Panscher. Mit dem Goschoni. Ja, weiss gar nicht. Was machst du jetzt hier genau, für die, die nicht wissen, was? Ich weiss selber nicht, was ich tue. Vergasen, Luftfilter putzen. Luftfilter putzen. Und wie ist es auf der Bahn, dass es nicht mehr recht gelaufen ist? Aha. Oben aus. Okay. Die Drehzahl. Aber du hast ja Nerven, eine halbe Stunde vorher noch, hä? Ja. Formel 1 ist gleich, ne? Es ist ja Weile, dort wird zurückgeholfen. Aber du siehst es, hä? Ja, ja. Die Leute kennst du nicht, aber wie die Ameisen. Und meinst du, könntest du so hören? Ja. Ja, da sind die Töpfe. Ja, ja, die können wir hier. Du als Mechaniker? Ja, mal nein, die können sie etwas hier. Und wenn nicht, dann fährst du entgegen? Bis jetzt habe ich noch nie müssen. Ich bin noch in einer Haufen Veranstaltungen schon. Meine laufen. Ich bin nur der Betreuer von denen. Thank you.
Und? Starten wir wieder, gell? Geht's wieder? Ja, Siege graut, jetzt geht's wieder. Jetzt können wir wieder loslassen. Einen Moment warten. Ja. Was ist passiert? Die Kupplung ist heiß geworden. Und was hast du jetzt in der Hand? Ah, kein Riemen. Ja, aber ich muss einen Moment warten. Voll, geht wieder, hä? Okay. Ciao. Ciao. Und wir haben vorher schon gemischelt, lieber Fritz. Ich wäre froh, wenn du ein bisschen mischeln würdest. Tun wir hier ein bisschen führen. Der Preis Nummer 13. Ein Satz Continental-Töffli-Reifen mit der Schleuche dazu, 17 Zoll vom Bolas Zweiradwerkstatt Bad Ragaz. Der 13. Preis ist das, der liegt da vorne. Der Nein, noch nicht. Der 13. Preis. Nicht Nummer 13. Warte, vielleicht kommt sie ja. Vielleicht kommt sie ja. 281, gratulieren. Danke vielmals, merci. 100 Franken Gutschein, Mofakult. 100 Stutz, Mofakult, gewinnt Nummer 116. Eine ganz exklusive Geschichte. Hier im Giessenpark Village hat es wunderbare Chalet, Bungalows, Glamping, also Glamour Camping. Und die Familie Zacharias, Matthew und Judith haben einen Preis zur Verfügung gestellt. Eine Übernachtung für zwei Personen in so einem Häusli mit Privatfrühstück im Häusli. Also es wird alles ins Häusli serviert. Mit Eintritt in Taminenthermen, das ist unser Thermalbad, mit dem guten Heilwasser von Bad Ragaz. Dort könnt ihr also hin, ein Gutschein im Wert von Haufen Geld. Ich kann es euch sagen, ich kann es nicht genau beziffern, aber so zwischen 400 und 500 Franken hat das Wert. Auf alle Fälle ist das der zweite Preis vom heutigen Tag, bevor es dann nachher zum Töffli kommt und unsere ACDC-Frauen schon parat sind. Also wir machen jetzt den zweiten Preis, Übernachtung hier im Giessenpark Village, die Nummer. Jetzt tun wir es so machen. Es ist dreistellig. Die erste Zahl ist 9. Die zweite Zahl ist 3. Und die dritte Zahl ist 9. 939. Wunderbar. Ein riesen Applaus. Wie heisst du? Für den Thomas. Ich trenne mich wirklich schweren Herzens von dem Töffli. Es läuft eins an, eins stampft, es läuft. Und es ist wirklich eine ganz, ganz coole Geschichte. Wenn wir den Gewinner haben, wäre ich froh, wenn der Mike mir das Töffli runterlassen würde. Nachher, vielleicht, wenn es noch geht mit dem Kranenwagen, dass wir es übergeben können. Ich habe hier innen in dem Kuvert den Fahrzeugausweis. Und den überreiche ich nachher der Gewinnerin oder dem Gewinner den Fahrzeugausweis. Der ist hier mit meiner Adresse drauf. Und ihr könnt das Töffli nachher so mitnehmen. Ich habe so gerne noch etwa 2 Liter Benzin reingetankt. Bei diesen Preisen ist ja das wahnsinnig grosszügig, gell? Auf alle Fälle geht es jetzt um das Töffli. Und mir ist es immer wichtig gewesen, die Servolatur mit Hilfe der Vaudoise, von Fritz und von Patrick, gemeinnützig zu machen. Also jedes Jahr, die ersten 3 Jahre, ich bin Botschafter von der Kinderkrebshilfe Schweiz, haben wir viel Geld immer der Kinderkrebshilfe Schweiz können überweisen. Und letztes Jahr haben wir uns gesagt, wenn wir es in die Region gehen. Und letztes Jahr haben wir wirklich dem Dorfladen Fettis, wo wir heute gewesen sind in Fettis, beim Servalahalt und beim Bierhalt, das sind alles freiwillige, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder gewesen von dem kleinen Dorfladen in Fettis. Die haben wahnsinnig wichtige Funktion für so ein Bergdorf, für so ein Bergtal.
Und vor allem auch während Corona-Zeiten ist das die einzige, die aller einzige Anlaufstelle gewesen, weil das Restaurant, das es gibt, musste schliessen. Und der Laden war die einzige Anlaufstelle gewesen, wo sich die Leute können treffen konnten. Und wir haben uns gesagt, auch dieses Jahr schauen wir, dass dort ein schöner Betrag ins Tal hinterkommt, vielleicht das eine oder andere kleine Lädchen im Tal auch. Und das genau, glaube ich, ist ja die Wodwas, die gemeinsam für die Menschen da ist und etwas macht und sich ehrenamtlich einsetzt. Und mir ist es sowieso auch eine Herzensangelegenheit, dass man in der Region schaut, dass es uns und unseren Leuten auch gut geht. Wir machen jetzt den ersten Preis, ein Buch Velux X30. Da ist der Fahrzeugausweis. Ich halte mein Versprechen, den gebe ich weg. Und mit Freude, wenn er jemand gewinnt, der auch Freude hat. Und nächstes Jahr vielleicht mit dem mitfahrt. Der erste Preis für die 5. Servola-Töffli-Tour hat gewonnen. Mamma mia. Vom Fahren. Ein rechter Schweizer Mann, der braucht das. Genau, der braucht das Servola. Liebe Freunde, da ist der Hauptpreis. Dreistellig. Dreistellig. Die erste Nummer. Die erste Nummer für einen Buch Velux ist es 9. Oh, es tut mir so leid, ich würde jedem gerne einen geben. Also, die erste Nummer ist eine 9. Die zweite Nummer ist eine 0. Jetzt kommen nur noch 9 in Frage, oder? Ist das richtig? Jetzt kommen nur noch 9 Nummern in Frage. 9 Personen. Also, liebe Freunde, das Buch Velux an der 5. Vodwas Servola Töffli Tour hat gewonnen. Nummern 900! Yeah! Da vorne! Ein riesen Applaus, kommt! 900! Sehr gut, ja. Schöne Fahrt gewesen. Ein bisschen Regen, aber es war gut gewesen. Niemand ausgeklippt? Kein Unfall, nichts? Kein Unfall, nichts, nein. Und aufwärts immer gut gelaufen? Moped, sehr gut gelaufen, jawohl. Und? Es ist immer noch nicht besser. Heute heim nach Stuttgart? Nein, Montag. Montag? Aber wie? Mit dem Moped, oder wie? Na ja, mit dem Moped. Aber im Auto hinter drinnen.
was ist los? Da nicht mehr. Hey, gängst du mal an, das Feierfeld, wo? Ja, hey, da geht es gut, nicht? Aber er hat eine ganze Runde gemacht. Ist gut gelaufen? Ja, super. Aber schön jetzt auf einmal. Ja, jetzt hat er einfach zu kalt. Ja. Keine Ahnung. Dann lässt du stehen. Ja. Also wer? Das Töffli oder das Mann? Das Töffli, ja. Gell? Lass mal die Frau zeichnen. Fritz, es ist wirklich jedes Mal eine riesen Freude. Es gibt auch ein bisschen Arbeit, das ist klar, aber ich mache das wirklich gerne so nebenbei, aber nicht nebenbei einfach so gleichgültig, sondern mit Herzblut. Und ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ich am Start unten stehe und wir losfahren und nachher durch Ragaz und durch das Taminental, habe ich wirklich feuchte Augen. Es ist schön. Wenn ihr dabei seid, lieber Fritz, lieber Patrick, machen wir nächstes Jahr die 6. Ausgabe. Das mag ich versprochen. Sensationell, sensationell. Stefan.